Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe letztens das Buch Miracle Morning gelesen und dachte mir, ich teile heute mit euch meine Miracle Morning Morgenroutine. Denn das Buch gibt dir 6 Gewohnheiten für einen erfolgreichen Morgen. Und ich habe die 6 Gewohnheiten jetzt mal in meiner Morgenroutine implementiert und möchte heute mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Viel Spaß dabei. Meine Morgenroutine beginnt jetzt in den Ferien um 7 Uhr, aber eigentlich ist es egal, wann die Routine anfängt. Hauptsache, du hast eine Stunde dafür Zeit. Und als erstes steht Silence, also Stille an. Das heißt, wir werden erst mit 10 Minuten in Stille sitzen. Ich gehe da gerne erstmal ans Fenster, ziehe mich an und generell lasse den Tag erstmal ankommen und ja, begrüße den Tag. Nach Silence kommen die Affirmationen. Ich habe mir da sogar einen Zettel geschrieben mit ganz vielen Affirmationen drauf, was im Endeffekt einfach nur Sätze sind, die mich inspirieren sollen und mich in die richtige Stimmung und in den richtigen Vibe für den Tag zu bringen. Und falls du Inspiration für Affirmationen brauchst, kannst du einfach mal googeln oder einfach bei Pinterest gucken. Denn bei Pinterest gibt es auch super, super viele Affirmationen, die du einfach runterladen kannst oder selbst aufschreiben kannst, wie ich gemacht habe, und dir dann einfach so ein eigenes Blatt machen kannst für jeden Morgen. Nach den Affirmationen kommt Visualisierung und da benutze ich sehr, sehr gerne mein Vision Board dafür, weil es sozusagen direkt dafür da ist, um Dinge zu visualisieren. Aber du kannst wirklich deine Augen zumachen und deinen Tag visualisieren, also überlegen, was soll heute passieren, was wären heute gute Momente und so weiter. Oder du machst es wie ich und guckst dir einfach dein Vision Board an und lässt es dich inspirieren. Dann kommt eine Sache, die zwar nicht bei der Miracle Morning Morgenroutine auf dem Plan steht, aber die mir sehr wichtig ist. Und zwar ist einfach mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen und mein Bett zu machen. Das ist eine Sache, die für mich eine Priorität hat und sehr wichtig ist. Und deswegen mache ich das auch, wenn es nicht eigentlich auf dem Plan steht. Das nächste ist dann Exercise, also Sport machen. Aber bitte behaltet im Hinterkopf, dass es natürlich nur 10 Minuten sind und deswegen wir keinen richtig krassen Sport machen können. Ich hole dann immer gerne meinen Hund erstmal und dann gehen wir zusammen in den Garten und bewegen uns ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist kein krasser Sport, weil es sind doch nur 10 Minuten. Es ist kalt. Nach Exercise kommen wir zu Reading, also zum Lesen. Und es sind wie gesagt nur 10 Minuten und ich glaube, wir alle haben 10 Minuten zum Lesen am Morgen. Und es bringt mir total viel, dass mich schon so auf den Tag vorbereitet und ich so ein paar Sachen lernen kann oder es mich auch entspannt. Und deswegen lese ich morgens sehr, sehr gerne und ich habe natürlich gerade das Miracle Morning Buch geschnappt. Wer hätte es gedacht? Natürlich muss in diesem Video dieses Buch gelesen werden. Die nächste Gewohnheit für den Morgen ist Schreiben und ich präferiere da Tagebuch schreiben, aber eigentlich kannst du alles schreiben, was du möchtest. Ich mache es sehr gerne so, dass ich auch meine Gedanken aufschreibe, vielleicht Träume, die ich hatte in der Nacht oder meine Intention für den Tag, Ziele, Gedanken, alles Mögliche eigentlich. Das war jetzt meine Morgenroutine und es gibt noch einige Sachen, die ich dazu aber gerne erwähnen möchte. Zum einen mache ich natürlich danach noch so Dinge wie Frühstücken, Zähne putzen, meinen Tag vorbereiten und so weiter. Aber das war jetzt nicht in der Morgenroutine, die vom Buch vorgegeben war, inkludiert und deswegen habe ich das einfach so danach gemacht. Also sozusagen nach den 6 Gewohnheiten mache ich dann die anderen Dinge wie Frühstücken, was sehr wichtig ist für mich. Aber ihr solltet nicht vergessen, auch was zu essen, euch auch fertig zu machen und so weiter. Also das natürlich nicht vergessen, obwohl die 6 Gewohnheiten davor kommen. Der Autor meinte aber auch, dass die Morgenroutine generell sehr flexibel ist, also falls du zum Beispiel etwas davor essen möchtest, kannst du natürlich auch machen. Am besten nur einen kleinen Smoothie trinken, meinte er. Trinken, meinte er. Aber generell ist die Morgenroutine einfach sehr flexibel. Es geht halt nur darum, dass du die 6 Gewohnheiten auf jeden Fall jeden Morgen machst. Wie gesagt, habe ich ja auch gerade Ferien, habe deswegen auch so viel Zeit, also eine Stunde Zeit dafür, bevor ich meine anderen Gewohnheiten mache, wie Frühstücken. Ich sage die ganze Zeit Frühstücken, aber das ist sehr wichtig. Aber du kannst an anderen Tagen auch so machen, dass du beispielsweise dir generell nur 10 Minuten nimmst und dann jede Gewohnheit nur eine Minute machst. Also eine Minute in Ruhe sitzt, eine Minute Affirmation sagst, eine Minute visualisierst, eine Minute dich kurz bewegst oder so, eine Minute was liest, was ein bisschen wenig ist, aber so eine Seite oder so. Ich glaube, wie ich es zur Schulzeit weitermachen werde, ist vielleicht, dass ich jede Gewohnheit 5 Minuten mache, weil das finde ich sehr gut und sehr machbar auf jeden Fall, aber nicht eine ganze Stunde, weil ich glaube, das nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch am Morgen. Obwohl ich überlege, ob ich das vielleicht mache, aber ich glaube, da müsste ich halt 2 Stunden früher aufstehen. Aber wie gesagt, ist das Ganze einfach sehr flexibel. Falls du neu auf meinem Kanal bist und es noch nicht weißt, dann hi, herzlich willkommen, du bist hier bei dem krassesten Morgen
Morgenroutinen-Kanal. Ich habe so viele Videos schon über das Thema Morgenroutinen gemacht. Und deswegen wirst du hier auch bestimmt noch ein weiteres Video in der Playlist finden, das dich interessiert zum Thema Morgenroutinen. Ich hoffe, es hat dir vielleicht ein bisschen gefallen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald einmal wiedersehen. Also hab noch einen wunderschönen Tag und dann bis hoffentlich sehr bald mal wieder. Tschüss.